So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2 mit Imrik. Wir sehen schon, ich bin ein paar Runden weiter. Man sieht direkt... interessant. Egal. Man sieht schon, ich mache ein bisschen mehr Geld. Man sieht schon, mir fehlt hier oben die Siedlung. Eins nach dem anderen. Erstens, die Siedlung fehlt mir, weil wir hier ein paar Runden weiter sind. Hier gab es eine Rebellion. Diese Rebellion habe ich heldenhaft 3 Runden lang oder so zurückgeschlagen. Mit dem übelsten Edge-Camping. Naja, irgendwann kam dann die zweite Rebellion mit einer Fullstick-Armee vorbei. Ich weiß auch nicht, wieso sie von jetzt auf gleich eine Fullstick hatte und hat das platt gemacht. Ich glaube, das war der Moment, wo die KI sich gedacht hat, weißt du was, fick dich, der schlägt uns hier ein auf andere Mal zurück. Das machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir rekrutieren jetzt einfach mal eine Fullstick-Armee. Ciao! Zweitens, in diese Runden bin ich hier also einmal rübergegangen mit Imrik, mit der hier, wo ich ein paar Einheiten hatte, bin ich auch nochmal hier hingelangt. Hier sind nur noch mehr Ruinen, was zum großen Teil an denen liegt. So, wir sehen schon hier, Imrik hat nur noch mehr einen Hitpoint. Und diese Armee hat nur noch mehr diese Leute. Von der einen Fullstick-Armee übrig geblieben. Unser Drache ist übrigens auch gestorben, unser Drachenprinzen übrigens auch. Das daran liegt, dass Snitch natürlich schon wieder eine Armee hatte und noch eine zweite Armee und uns damit angegriffen hat, wo meine Armeen hier lagen. Man sieht schon die zwei, das waren die Orkse gerade, die die weggemacht haben, die lustigerweise mit dem Krieg sind. Das war, glaube ich, hier ich. Ja, man sieht schon, da sind ordentlich viele draufgegangen hier. Ja, und die Orks haben da jetzt die Reste aufgeräumt. Und das hier aufgeräumt und das hier aufgeräumt. Ah, interessant. Grube der Gräueltaten. Mir ist trotzdem schleierhaft, wie er so... Ich verstehe nicht, wie er das machen kann. Das ist wirklich der Punkt, dass die KI halt die globale Rekrutierungskapazität einfach mitnutzt. Weil du hast halt standardmäßig 3 Gebäudekapazitäten plus eine Armeegebäude hier. Gibt normalerweise nochmal eine, also einen Slot frei. Wir haben es ja hier irgendwo, steht's, glaube ich. Nee, steht nicht da. Wo steht's dann da? Ne, wir können ja 4 rekrutieren. Theoretisch kann man nur 3 rekrutieren, jetzt können wir 4 rekrutieren. Was, glaube ich, an diesem Rekrutierungsgebäude liegt, aber gerade steht da irgendwie nichts, was mich irgendwie ein bisschen verdutzt. Naja. Ja. Natürlich hat er noch Zauberer. Im exotischen Kartei erlernte. Ja, da kommen wir eventuell in Warhammer 3 hin. So, jedenfalls ploppte er halt innerhalb von ein paar Runden die Fullstick raus und kloppt dich damit tot, obwohl er nur eine Siedlung hat. Ja, und die Hälfte besteht aus Skaven-Sklaven, die andere Hälfte besteht aus Gossenläufern. Das heißt, du killst die erste Welle, aber hinten steht die zweite Welle, die mit Geschossen auf dich schießt. Yay! Und dabei ging halt der Drache drauf. Die Wiederholung sehen wir gleich. Ich muss erstmal speichern. Eigentlich hatte Imrik 68 Lebenspunkte das letzte Mal. Vielleicht hat er noch bei der Verfolgung irgendwie einen Pfeil abgekriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt sehr, sehr anstrengend gewesen und ich bin sehr, sehr, sehr froh einfach, wenn wir hier... Gefechtswiederholungen. Wo ist es denn? Da sind sehr viele Wiederholungen. Nee, das ist schon wieder falsch. Hä? Speicherdatum. Gigi immer. Ich frage, hey, Grimrik, weißt du, wer ist das? Nein, ich werde das nicht führen. Vergiss es, einmal hat gereicht gerade. Wie gesagt, das habe ich jetzt im Off gemacht, weil ich echt nicht wusste, wie das ausgeht und ich mich voll konzentrieren wollte. Also, kommentiert hätte ich jetzt sowieso in der Wiederholung, also von daher, was soll's. So, herzlichen... Ach, jetzt sehen wir aber tatsächlich auch, wie die ankommen. Das sehen wir ja vorher nicht. Hübsches Pferd, by the way, mit Beinschienen. So, jetzt kommen die an. Jetzt hängt's, jetzt habe ich kurz gebraucht und jetzt habe ich... Es war das gezündet, die hier reingehetzt, haben sie das hier aufgefilmt, da reingebuttert. So, mit Imrik den erstmal kurz gecharged. What the fuck kommt der hinterher? Willst du mich trollen? Okay, hat keinen Schaden gemacht, doch, aber... Ja, GG. Wieder hinterher springt 10 Meter weit. Genau, jetzt wollte ich meine Bogenschützen hier rausziehen. Hier haben meine Drachenpritzen kurz was erledigt. Es hängt schon wieder. Die stürmen hier an, da kommen die Grenzläufer an. Ich glaube nicht wieder mit dem Assassinen hier. Ich weiß nicht, wieso die da reingelaufen ist, ehrlich gesagt. Das geht um meinen Verstand.
Das habe ich nämlich nicht gemacht. Genau, und hier kloppt unser Drache so ein bisschen durch die Gegend. So, da hinten kommt übrigens die zweite Welle, ihre Verstärkungsarmee. Da war es nix. Oder ist es immer noch? Immerich muss ein bisschen weg, weil er kriegt jetzt ordentlich eins auf die Mütze. Genau, der verfolgt jetzt meine Zauberin. Drachenprinzen machen hier noch ein bisschen weg. Deren Rüstung sieht irgendwie nicht aus wie Stahl, auch nicht von dem Pferd. Sie sieht aus wie Plastik. Jetzt mal ohne Scheiß, sie sieht aus wie Plastik. Hier werden wir zusammengeschossen, hier kommt Snitch. Er hat schon gehustet, glaube ich. Genau. Die wird ja weiter in die Brechzange genommen, nenne ich es jetzt auch mal. Sollte eigentlich nicht stehen bleiben. Oder sie hat gezaubert. Ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt können sie bestimmt natürlich noch Leute beschwören. Genau, ich habe gezaubert. Ja, da stehen ein paar von mir drin. Da ist richtig gut, dass diesmal der einfach abbiegt. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt in der Schlacht, aber das war diesmal so gar nicht mal so unpraktisch. Auch wenn er eigentlich hier reingezimmert werden sollte. Aber egal, hat er halt nur nichts erledigt. Danke. Wir schlagen die in die Flucht. Die schießen wieder weiter. Imrik hat diesmal ordentlich Schaden gekriegt durch Snitch. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Dafür wird Snitch jetzt aber weggebolzt. Und der niedergeritten. Putz! Okay, tschüss! Putz! Nochmal. Aber er kann zurückschlagen. Das finde ich nicht so nett. Und wurde erschossen. So, da kommen die nächsten rausgeploppt. Super. Genau, da kommt nochmal Snitch. Ist mein Drache? Ne, mein Drache lebt noch. Genau, hier kloppen sich die Drachenprinzen. Die wurden hier in die Zange genommen, weil ich nicht überall gleichzeitig sein konnte. Und ihre Plastikrüstungen halten gerade nicht so wirklich viel durch gegen die Speere von denen. Dafür hören die jetzt auch schon ab. Ist nicht so schlimm. Snitch wurde, glaube ich, hier gleich erschossen. Oder wird gleich erschossen. Jetzt sehe ich den erst, genau. Bringe ich die noch in Sicherheit und bolz den jetzt weg. So. Ja, das hat ein bisschen weh. Genau, die sind jetzt alle futsch. Können wir kurz mal beschleunigen. Das Blöde ist, dass halt die hier noch schießen. Die Schattenläufer. Die machen rüstig durchdringenden Schaden, die Schattenläufer. Ach du Scheiße. Genau, hier muss hier so ein bisschen vernichtet werden. Die Drachenprinzen haben noch nicht dran gekloppt, die sind noch da. Der jagt erstmal die hier. Die sammeln sich hier so ein bisschen. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass wir diese Schlacht hier überhaupt gewinnen. So, die hauen ab. Theoretisch. Die brauchen auch so scheiße ewig. Die bleiben dann so 20 Sekunden auf Führerschaft 0. Das ist so ein Witz. Kommen die nächsten daher. Die laufen halt erst weg, wenn es bei minus 30 sind oder so. Ja, und hier war das Problem, diese scheiß Schleuderer der Gossenläufer. Machen ja noch mehr Schaden. Also diese Schleuderer der Gossenläufer machen einfach mehr Schaden als meine Bogenschützen. Machen sogar noch Rüstungsdurchdringenden. Wie scheiße sind die Bogenschützen der Hochelfen bitte geworden? Die sind ja absolut nutzlos.
Und treffen tun die auch nichts mehr. Die sind scheiße geworden. Also ganz ehrlich, das ist ein bisschen traurig, dass die Hochelfen jetzt nicht mehr gescheit schießen können. Ja, da kommt der nächste Flammenschädel rein. Durchgeschneist. Die hat jetzt halt schon 333 Kills. Also ohne die wäre es dumm gelaufen. Genau, und jetzt gehen aber langsam die hier drauf. Weil die einfach nur niedergeschossen werden. Und halt im Nahkampf sind die Dinger auch noch super. Das ist halt echt ein bisschen lame. Hey, meine Drachenprinzen sind sogar noch rausgekommen mit 5 Leuten. Verstehe gar nicht, warum die jetzt tot waren. Ja, und der Drache hier kann nichts machen und wird einfach nur, den habe ich noch versucht rauszuholen und dann war es das mit der nächsten Salve, weil Reasons. Der lag dann da ganz traurig. Hier, Imrik hat immer noch 68. Die Zauberin ist auch noch da. Aber hier müssen die erstmal wieder niedergeschossen werden. Die hier, da wird einmal geblitzt wieder. Ich habe langsam keine Munition mehr, weil meine natürlich auch richtig schlecht sind im Treffen und Schießen. Das Gute ist, wir können ihn immer wieder verstecken, den Imrik, und er versteckt sich ja sowieso schon. Da war noch ein Assassinen und viel zu viele Nahkämpfer für meinen Geschmack. Und Fernkämpfer vor allem auch. Rums. Der hatte, glaube ich, gerade einen Kontrollverlust. Oh, ne. Oh, lol. Genau, da wird noch ein bisschen durch die Gegend gezaubert und geschossen. Ist halt hier immer noch ziemlich knapp, muss man sagen. Aber jetzt hier bricht es langsam weg. Da sind noch Skaven-Sklaven. Meine sammeln sich wieder. Die können durch die Gegend gejagt werden. Ich halte es mit Imrik nochmal rein. Und wieder raus. Die sind aber richtig gut parabelförmig, also sie sind echt gut, die Gossenläufer, das ist der Hammer. Was die da wegspratzen, die Schleuderer, ist echt der Hammer. Da kommt der verdammte Prophet schon wieder, der jagt den hier einmal durch die Gegend und haut wieder ab. Oh, oh, Moment, mit Null, der kam mit Null raus. Sicher, dass ich das verloren habe. Ich dachte, ich hätte das gewonnen. Ach nee, ich habe das verloren. Stimmt. Scheiße. Ich war jetzt der feste Überzeugung, ich hätte das gewonnen. Ich habe das von nicht mal einer Viertelstunde gespielt, ne? Ich war der feste Überzeugung, ich habe das gewonnen. Ich lebe noch, ich muss das gewonnen haben. Am Schluss hat die noch eine Salve erwischt. Da war's. Dass er noch mit einem Lebenspunkt überlebt, ist aber auch irgendwie cheesig. Also hatte null Lebenspunkte, war aber nicht ganz tot. Ja, gut. Und dann kamen die Orks und haben sie weggeholzt. Was mir nur rundum recht ist. Also ganz ehrlich, ohne die Orks, vergiss es, wir wären tot. Also, es geht halt einfach nicht, wenn die KI die einfach nur im Turnover von 4 neue Fullstacks hinstellt. Ja, ich meine, sie hatten halt die Siedlungen, die habe ich ja eingenommen, dann bin dann abgehauen, dann hat sie irgendjemand niedergerissen, ich weiß nicht mehr wer. Die Orks haben das hier, glaube ich, weggeplättet, weil die hier aufgetaucht sind, genauso wie die Großherden. Ja, genau, ich habe das. Ich hatte das verloren. Ich konnte mich hier zurückziehen und dann, ja. Besiegt von, genau, Clan Ashen. Das waren ordentlich viele Verluste. Ja, dann haben die hier die platt gemacht. So, und hier warten wir jetzt einfach mal. Wir können halt sowieso noch nicht angreifen.
das ist er schon, okay. Ich hätte ganz gern... Also ganz ehrlich, der Rambok bringt mir eigentlich sowieso nichts gerade. Ich hätte ganz gern Belagerungstrümmer. So, wir können jetzt die Anrufe von Osorian machen. Bringt uns bloß nichts. Und ich könnte noch versuchen, rechtzeitig hier hinzugehen. Das kriege ich aber hundertprozentig nicht hin. Eins, zwei, drei, vier. Ja, kriegen wir wenn überhaupt knapp hin. Ich glaube nicht dran. Ja, sie machen Auswahl, das war klar. Speichern das Ganze. Und hoffen mal. So, mal gucken, ob sie den Bug mittlerweile behoben haben. Ich glaube ja nicht. Nö. Edge Camping for the win! Ich habe nicht so wirklich eine andere Option, um ehrlich zu sein. Vor allem kommen die mit viel zu vielen Leuten da an. Das wird so grausam. Ja, jetzt habe ich noch eine Chance, das ist aber auch kein Wunder. Aber danach nun nicht mehr. Schon, ich kann die noch heilen. Oh ja, das funktioniert. So ein bisschen. Dann geht die nicht direkt drauf. Das stellt bloß viel zu wenige wieder her. Jesus Christus. Mich doch komplett verarschen, oder? Die kommen da hinten. Fertig? Nee, die haben ja drei von denen. Ganz ehrlich, Jesus Christus. Gut ist, wir können ein bisschen weiter schießen als. Und wir müssen nur lange genug durchhalten. Setting forth. March.
duty. March. Setting forth. Advance. Swiftly. We advance. Moving out. At once. Going. Wir haben natürlich 4 Einsätze von dem Scheiß. Jetzt langt's aber. Wir haben jetzt schon 11 getötet. Interessant. Ich habe einen Bug entdeckt. Tun sie ja nicht. So, müssen sie nur wegspratzeln. Wir haben nur eine 6. Naja, nicht ganz. 4-fache Übermacht. 6-fache Übermacht mittlerweile. Ach, Dämlack, ich Idiot. Ich hab vergessen, das Autofeuer anzuschalten. Na, ja, klasse. Wo lohnt sich das mehr? Hier fliehen sie schon gleich. Da treffe ich auch meine eigenen. Hier. Hier. Muss ich nicht so verfolgen. Ich kriege irgendwie keinen Schaden. Archers, for the king. Orders under loyal. Azor, withdraw. Ancestors.
Vielleicht war Edge Camping doch nicht so die schlaueste Idee. Ich habe keine andere. Das Gute ist, wir kriegen sie so ein bisschen weggeschossen, aber halt nur so ein bisschen. Ja, wir können halt hier gegen nicht so viel machen. Sind halt zu viele. Der darf halt nicht rekrutieren. Aber der rekrutiert ja noch drin, der Bastard. Ja, Gott, Herrschaftszeiten. Unsere Fernkämpfe sind einfach zu schlecht und die Nahkampflinie halt einfach nicht mehr existent. Ganz ehrlich, ich frage mich auch wirklich, wie das funktionieren soll. Also wenn du da... Du musst Snitch eigentlich ganz, ganz normal anfangen. So schnell, wie es überhaupt nur geht, niederkloppen. Ich meine, was ich jetzt hier versuche, ist, die nach und nach niederzugrinden und irgendwie, naja. Ja, komm her, sterben jetzt halt alle weg. Und denen halt so gar keiner. Wenn es die Oxy platt machen, bin ich sauer, dann lade ich. Nee, machen sie nicht, Schweinepriester. Wie kann der denn einfach die nächste Scheißarmee raushauen? Sag mal, was ist denn das? Der hat nur eine drecksbehinderte Siedlung. Echt, das ist einfach nicht mehr lustig. Das nervt. Ganz ehrlich, das nervt halt echt schon extrem. Und ganz ehrlich, da sehe ich halt auch nicht ein, wieso ich nicht modden soll, zum Beispiel. Es ist so ein Dreck. Wie kann er denn jetzt schon wieder die... Gut, jetzt im Moment macht er wahrscheinlich genügend. Aber er rekrutiert ja auch noch. Also ich versuche hier gerade mit Ach und Krach, mit was auch immer ich noch habe, diesen Scheiß zusammenzuhalten. Und es funktioniert nicht, weil du machst zu wenig Geld, du machst zu wenig alles. Es ist einfach nur absolut nicht mehr möglich. Also ich kann höchstens noch versuchen, meine Einheiten zu retten und abzuhauen, aber das war's halt auch.
Also wenn jetzt, ne, wenn jetzt Snitch in der Zwischenzeit jetzt nicht einfach noch zwei neue Armeen gehabt hätte, dann hätte es ja funktioniert. Da wäre ich ja mit Imrik hin, hätte das belagert und fertig. Nein, in der Zwischenzeit, die ich brauche, um mit Imrik dahin zu latschen, also die zwei Runden, kloppt er halt einfach nur zwei Fullsticks. Na gut, anderthalb Sticks gegen mich raus. Und dagegen bist du halt einfach nur machtlos irgendwann. Ja, wenn ich ihn jetzt nicht aufhalte, rekrutiert er wieder. Und wenn ich versuche, ihn aufzuhalten, kriege ich auf die Mütze. Das war ja klar. Ich ziehe mich jetzt hier zurück. Ich könnte hier auch rekrutieren, das kostet mich halt bloß wieder zu viel. Weißt du, es ist halt einfach nur so... Ich könnte halt versuchen, in den Spukwald zu gehen und den zu kolonisieren. Das kostet mich zwar ein paar Truppen, aber ist mir mittlerweile auch egal. Nee, ich gehe... Keine Ahnung, was ich mache. Ich gehe hier hin. Ach stimmt, ich kann auch hier hin. Das ist halt echt einfach nur... So ein bisschen richtig schmutzig. Ich kann die Verluste Verschärfungsrate mit reinnehmen, aber das bringt gerade auch nichts. You need me? I will hear your petition and consider. Ganz ehrlich, Jesus Christus. Orks, bitte macht... Ich will ganz ehrlich, die Orks einfach nur... Bitte hier, dann macht die platt. Es ist einfach so lame. Er kloppt da eine fucking Armee nach der anderen raus. Ja, ich habe versucht, den Hinterhalt zu legen. Das hat nicht funktioniert, weil sie mir den Hinterhalt legen. Aus der Bewegung heraus. Und dann kann natürlich nur eine meiner Armeen mitkämpfen. Es ist so räudig. Ganz ehrlich, ich verstecke mich jetzt bei den Orks. Die Orks sind lieb. Ja, das dauert ja auch noch wieder 10.000 Jahre, bis das hier fertig ist. Ich krieg echt einen Anfall. Wenigstens verstärke ich mich hier, ganz ehrlich. So, du kannst eh nicht weit genug rekrutieren. Dich löse ich jetzt mal auf, damit ich ein bisschen mehr Geld mache. Was kannst du? Du könntest Technologie stellen, ja, das hilft mir auch nicht. Er rekrutiert halt einfach nur 5. Obwohl, vielleicht ist einer von denen, er hatte ja hier 2. Okay, er rekrutiert 4 Einheiten pro Runde. Jesus Christus. Ach nee, er rekrutiert tatsächlich 5 pro. Ja, okay, geil. Wie viel rekrutiere ich? 4. Ich brauche vor allem jetzt irgendeine verdammte Nahkampflinie, die irgendwas aushält. Und austeilen kann auch noch. Oder hätte ich vielleicht doch die Kommandantin? Ja, nee, dann mache ich wieder zu wenig Geld. Nee, nee, wir machen das jetzt so und hoffen einfach Dinge. Nämlich, dass die Orks die platt machen. Es ist so leer. Alter, fick dich! Schau dir das an, wie der Armeebalken da hochgeht. Was soll das denn?
Man hat jetzt auch gesehen, wie sich der Balken verschoben hat in der Runde, ne? Also es ist. Jetzt hat er schon vier. Der hat jetzt noch Todesläufer! Ey, ganz ehrlich, gute Nacht. Also du kannst ja auch nichts einfach. Es ist so traurig. Ich hätte Drachenprinzen rekrutieren sollen, fällt mir gerade auf. Weil dann kann ich sie nämlich noch irgendwie umrennen. Es ist so unfassbar lächerlich. Der hat 10 Einheiten in der Runde rekrutiert. 10! In Runde 27. Ohne ein entsprechendes Gebäude mit Kommandantenstufe 1 und ohne Erlasse. 10. Kann man jetzt verstehen, warum ich verhindern wollte, dass dieser Bastard weiter... Obwohl, warte mal, wenn ich... Obwohl, es müsste funktionieren. Wenn ich belagere, dann wieder abhaue und wieder belagere, müsste das funktionieren können. Ich versuche irgendwas zu tun. Es ist so räudig. Es ist so kreuzvermaledeit räudig. Es ist auch echt nicht okay, muss man auch wirklich sagen. Was soll denn der Scheißdreck? Man kann doch nicht hingehen lassen, die KI in der Runde 10 Einheiten rekrutieren lassen. Ich meine, ja, man spielt auf sehr schwer, aber was zum Geier. Da sieht man jetzt halt mal wirklich wunderbar schön, wie sehr die KI eigentlich cheatet. Wenn es halt einfach nur von, sie haben 6 Einheiten in der Armee zu, sie haben 16 Einheiten in der Armee. Entschuldigung. Es sind doch nicht 10, ja. Tut mir leid. Vielleicht hat er schon vorher global rekrutiert. Ich habe keine Ahnung, was da schief ist. Das ist scheiße, ich habe keinen Bock. Regt mich einfach nur unfassbar auf. Okay, das ist jetzt schon davor. Scheiße. Na, ich bleib da jetzt stehen. Ganz ehrlich. Also Problem Nummer 1 war halt dieses Hinterhaltgefecht mit den 2 Armeen, die er rausgeballert hat. Und das nächste Problem ist es, ich kann ja nicht angreifen, weil auf dem Weg dahin durch die Gefechte mit Snitch einfach meine Armee halb draufgegangen ist. Und für diese Hauptstadt da fehlt mir einfach die Armee. Und ich muss halt durch dieses scheiß Gebiet backtracken. In diesen 2 Runden, die ich... Also, ich muss mich ja noch regenerieren am besten. Aber in diesen, sagen wir mal, 3 Runden, alleine... Take flight. Ach, das ist jetzt... Okay, warte mal. Ja doch, boah, das passt schon. Da kann ich jetzt noch abhauen. Ne, jedenfalls in der Zeit rekrutiert er ja wieder eine Fullstack. Und ich habe dasselbe Problem. Also das ist halt so die verdammte Scheiße an der ganzen Sache. Du kommst halt nicht voran. Es ist so unfassbar langweilig. Und davor hatte ich ja noch einen Debuff, dass ich 10% weniger Einkommen gekriegt habe. Durch ein Kampagnenereignis. Das war auch geil. Nicht. Jetzt gucken wir mal. Also jetzt hat er noch jeweils 1. Weißt du, es erregt mich so. Oh. 30%. Sieht verdächtig nach Snitch aus. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich kann sie aber rauslocken. Du kommst nicht rechtzeitig ran. Okay, das ist nicht so schlimm. Hm.
Ganz ehrlich, die öffentliche Ordnung hier ist sowieso beim Teufel. Kann ich auch nicht mehr so viel machen. Obwohl, warte mal, das dauert jetzt noch 4 Runden. Das heißt, ich kann das hier machen und habe hoffentlich knapp eine Runde über. So, und während ich das jetzt mache und versuche mit denen, die da so rauszutrollen, ich kann mir halt auch nur maximal 2 davon leisten, habe ich keine... Das bringt's halt auch nicht. Das ist... Ich glaube, wir machen das jetzt so. Also wir setzen jetzt auf die Drachenprinzen und hoffen einfach nur. Weil mir gerade einfällt, dass ich die in der Armee draußen hier super hätte gebrauchen können. Weil genau, weil jetzt hier habe ich nämlich das Problem, dass das nicht funktionieren wird. Vielleicht funktioniert es ja so. Nee, Hauptsache, der kann halt nicht rekrutieren. Ja, abhauen. Jetzt ist er wieder da drin, das ist okay. Solange der da nicht rekrutieren kann, ist mir alles scheißegal. Es ist mir wirklich egal, ich muss einfach nur... Ja, jetzt waren aber natürlich wieder die Drachenprinzen eine dumme Idee, weil jetzt muss ich das relativ lange machen. Ach, egal. Wie gesagt, ich werde den sowieso rausziehen auf die... Mal versteckt uns mit den Wert damit. Was zum... Geier als Ausgleich, wo bin ich jetzt hingesprungen? Kriege ich jetzt einfach nur. Okay. Nächster Versuch. Willst du mich doch einfach nur vertrollen, oder? Ja, der nächste Punkt ist ja, ich. Also. Ich kann die höchstens noch zusammenfügen, um mehr Geld zu kriegen. Ja, aber ich kann ja nicht gescheit angreifen, ich kann ihn nicht gescheit verteidigen. Wie gesagt, ich kann ihn daran hindern, dass er rekrutiert. Das kann ich tun. Das ist mir auch komplett egal, wie behindert das ist. Also ich brauche ein paar mehr... Warte, was habe ich hier jetzt drin? Jetzt habe ich so, ja, es könnten fast wieder ein paar Bogenschützen sein, wenn ich eine Mauer einnehmen muss. Es ist mir so wurscht, ich mach das jetzt. Kalidor, du magst mich noch voll. Kalidor, lass mich nicht im Stich. Wagen voller, wieso krieg ich das nicht? Ich will nur die Waffen, wieso kriege ich die nicht? Ganz ehrlich, wenn Imrik einfach anfängt zu weinen. Es ist so traurig. Meine Fresse. Ich kann nichts machen, ich brauche all mein Geld. Ich troll jetzt einfach die KI zurück, weil ich es kann. Fick dich einfach. Du willst mich doch verarschen jetzt. Ich spiel, du unfassbare Bastard, einfach. Oh. Es ist so ein Hin- und Her-Trollen hier einfach nur auf diesem Gebiet. Es liegt hier alles in Trümmern. Der Krieg wütet hier seit 10 Runden. Weißt du, und er kann mich aber verwunden. Es ist... Ich krieg echt viel. So. Du wirst nicht rekrutieren können, vergiss es einfach. Leck mich. Ganz ehrlich, wenn du mich hier so verarschst, dann verarsche ich dich jetzt zurück, KI. Ist mir egal. So. Oh, Bogenschützen und jetzt habe ich nicht mehr genügend Geld, ist mir auch egal. Hey, Kalidor, altes Haus. Du willst keinen militärischen Zugang. Willst du mich eigentlich verarschen? Bitte. Die mögen mich dafür total, weil ich die ganze Zeit Clan Eschen runterholz.
Also es ist schon echt schmutzig, was hier abgeht, das muss man schon mal sagen. Ja, ich habe ja bloß leider kein Geld dafür. Es ist so traurig, was hier abgeht. Take flight. Tschüss. Oh, Mist, er hat's gemerkt. Jetzt hat die KI es gemerkt. Jetzt aber wird sie Untergang sein. Aber gut, das. Oh Mann, es ist echt so traurig. Nein, wieso denn? Jetzt erobern sie Splitterfels. Du scheiß Hurensohn, einfach. Entschuldigung. Das nennst du einfach? Bist du von Sinn? Yay! Geld! Wup, wup. So, das bleibt hier zum Glück genau auf Null. Das finde ich übrigens super. Und dann können wir nämlich hier die Piazza jetzt reinbauen und... Ja, die Korruption bleibt hoffentlich so. Ja, gut. Können wir das hier jetzt endlich mal machen? Dann kriegen wir nämlich Einfluss und kriegen... Gut, wir haben hier keine Häfen. Das bringt uns also absolut nichts. Ist mir aber egal. Was können wir machen? Unterhalten aus Gehaltungsgebäuden, alle Regionen der Provinz. Aha. Wachstum. Wir können auch einfach das Wachstum reinhauen, weil das bringt hier uns gerade nichts. Das hier bringt uns dann schon ein bisschen mehr. I serve the king. What brings you to the Phoenix Court? Futile. Er mag mich, er will mit mir aber trotzdem nichts machen. Das finde ich auch scheiße. Ja, der Drache haut da hinten ab, aber ganz ehrlich, wir haben hier dringendere Probleme. Alter, geh doch weg, du. So, können die Orks sich hier auch mal verzischen, so ein bisschen? Die müssen nur draufhauen. Was ich die ganze Zeit erledigen wollte. Dragon Rider. Follow the dragon. Enough for today. No, need my warp token. Das ist halt so unfassbar langweilig, dass die jetzt da. Diese scheiß Siedlung wegnehmen können. Es ist so ein... Ah, jetzt muss ich alles wieder rekolonisieren und alles ist scheiße und fick dich doch. Ich hätte gleich angreifen sollen in der Feldschlacht, aber ging ja nicht, weil mir die Magierin weggeflogen. Ich hab grad keinen Bock mehr auf das Spiel. Das ist scheiße. Jetzt langt's mir. Ganz ehrlich. Weißt du, cheese ich hier mit Mühe und Not zurück und bescheißt die KI? Und was macht die KI? Schickt mir den Ork vorbei und geht noch wohlweislich mit ihren Armeen raus. Ja, aber halt genau in der Runde, wo ich die dann angreifen könnte. Ja, für die offene Feldschlacht bräuchte ich halt meine Magierin. Die ich halt da nicht habe, weil die mir halt wegverwundet wird, praktischerweise. Alter, ich verliere gerade echt gleich den Verstand. Das ist einfach nur Kacke. Ich höre, dass der Dave. Ich sense items of power. Seeking a trial. Also. We need not fear our lessons. Imp. Die brauchst du nicht, tatsächlich.
Also es höchstens gegen die Orks halt dann, aber selbst das jetzt nicht. Du holst dir jetzt einfach nur ganz stinknormal Bogenschützen. Wenn da jetzt die der müsste die. Das ist jetzt auch irgendwie leicht räudig und schmutzig. Da kommt Unterstützung her. Da verballere ich zu viel Munition, ganz ehrlich. Obwohl es geht eigentlich. Wenn die halt treffen würden, die verdammten Idioten. Ganz ehrlich, und dann kommt die wieder mit ihrer Scheiße an. Echt, das ist so. Würdest du das bitte lassen? Natürlich, ich hätte schon 28 damit getötet. Ich geh doch einfach weg und lass mich zufrieden. Und ich kann mich nicht mal zurückziehen, weil es ein Hinterhalt ist. Ganz ehrlich jetzt. Alter, geh weg, du Arschgesicht. Der killt mir hier die ganzen Männer im Verbund mit denen da. Alter, Jesus Christus, wie oft können sie das denn machen? Die haben die Hälfte ihrer Munition alle auf den verballert. Was ist denn mit denen falsch gelaufen, dass sie so scheiße schießen? Und den juckt es einfach nicht. Ich krieg dieses Kotzen Scheißbehinderte. Ehrlich, ich krieg Tourette. Es kriegt mich auf. Es gibt's halt einfach nicht, weil diese behinderten Skaven durch dieses sehr schwer in der Scheißgeschwächt. Oh. Oh, Mann! Es wäre noch zu vertreten, wenn das irgendwie noch okay wäre. Ist es halt nur nicht. Magic's unleashed!
Ich mache an denen halt kaum Schaden einfach. Es ist so langweilig. Nehmen wir es mal los. Ja, geh weiter vor, geh weiter vor, geh ein bisschen schneller vor vielleicht auch. Ich mache halt einfach nur 8. Ich mache 8 Schaden. Doch einfach mal weg, echt. Herrgott, verdammte, echt. Das Gute ist, dass sie in der Konga kommen. Das Schlechte ist, dass sie einfach unfassbar viele Kills macht. Jetzt macht ihn bitte einfach ums verdammte Verrecken einfach weg. So, bitte mach du jetzt einfach mal Schaden. Ja, ein bisschen, immerhin. Warum haben die alle Schilde? Und warum mache ich keinen Schaden? Natürlich haben die jetzt auch keine Munition mehr, warum auch? Ich verballer meine ganze Munition an denen, macht kaum Schaden. Zum Glück. Ich lasse die es dann einfach nur schießen. Ups. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Ich hätte mich nur reinbolzen können. Ja, es hat zu viel Energie verbraucht. Das hätte ich hier nochmal sinnvoller einsetzen können. Verdammt. Weapons
ready! As you say. You're in there! Orders received! For Asurion! Archers! Asa, withdraw! For duty! Ancestors! The winds flow through me! Loyal! Death to all! Master of sorcery! I will! Spearmen! It will be done! Pull back! Ah, fuck, es kommt der Army los. Okay, das war's. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kampagne ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Another time, villain. Ja, aber so könnte es eventuell wieder funktionieren. Was jetzt schon ist Chaos? Oh Gott, es kommt wahrscheinlich sofort zu uns oder kommt hier unten her. So, wir haben jetzt 4 Einheiten, die sind angeschlagen. Ich will hier zurück. The winds are rising. Wir kommen ja sowieso nicht zum Blitzschlag im Moment. Das ist nicht schlimm, wir brauchen einfach nur das hier. The winds are rising. Death comes for them. Ja, endlich. Das wäre jetzt natürlich praktisch. So. Die können hier verteidigt werden. Ja, dann gehe ich mit. This is my destiny. Student of Teclis. The Archmage marches. Jeez. So, ich könnte den hier wegmachen, dann könnte der aber wieder rekrutieren, was ich nicht will. You may look upon me. Nothing stands in my way. I know my destination. They will suffer. Ist doch wohl ein Scherz, hätte kaum was verloren hier. Strike them down. Oh. What do you require? Gott, ist das. Das ist so eine Krätze. Das ist halt schon wieder ein Hinterhalt. Kommt wieder, da kommt natürlich wieder die ganze Armee raus. Echt, das ist. Oh, es ist so unfassbar anstrengend.
Also wenn sie halt nicht irgendwie 6 bis 8 Einheiten rekrutieren würden pro Runde. Und nicht mit 2 Armeen da rumlaufen würden. Die Siedlungsgarnison nicht so scheiße wäre. Das würde mir jetzt auch... Es würde mir ein bisschen was bringen, die Magierin drin zu lassen. Das stimmt schon, aber halt auch nur ein bisschen was. Und jetzt legen sie mir halt die ganze Zeit die scheiß Hinterhalte, was halt auch die Kratze des Todes ist. Hi, Elvin Archmage. Hi, Mage. I bring Azurian's fire. Das sind halt kaum noch Truppen. We'll drown in vermin pestilence. Ja, das ist durchaus richtig. Oder ich nutze hier noch, dafür habe ich ja nicht genug Geld. By the White Tower. Hoeth has forsaken us. Ich muss nur den irgendwie niederkriegen oder so. Okay, ich mach das im Off und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir endlich diese Scheiße hinkriegen können. Weil ich bin gerade in dieser blöden Situation, ich kann mich halt nicht zurückziehen und ordentlich rekrutieren, weil er schneller rekrutiert als ich. Hey, und jetzt kommt die Scave-Mechanik da zum Einsatz und das nervt mich auch. Naja, bis dahin, ciao, ciao. Ich krieg das mal hin.